Willkommen zurück zu einer neuen Streamie-Session. Ja, es ist mal wieder scheiße spät. Und so wie sonst. Und ich habe nochmal ein bisschen am Sound getweakt und es klingt für meinen Geschmack ganz angenehm, ne? Ich hätte es vielleicht in-game nochmal testen sollen. Ich habe es jetzt nur mit der Musik im Hintergrund laufen gehabt. Damit ich genau weiß, hey, die Musik ist so ziemlich mit das Lauteste. Aber scheiße, ich hätte vielleicht mal noch in-game testen müssen. Ach, der gute Herr. Konzentriertes Feldsaft. Ja, toll. Ein einfaches Ritt, dass es einfach ist, das bin ich ja auch schon fast von alleine drauf gekommen. Da braucht man ja noch nicht mehr viel dafür, ne? So, bekannter Bug, Text außerhalb der UI, nicht unterhalb, sondern außerhalb. Dies wird zeitnah behoben. Ja, schönes Ding. Bekannter Bug, immer noch. Kürzlich abgeschlossene Quests, ja, die interessieren mich eher wenig. Alter, hier ist alles voller parkender Pferde, ne? Nee. Zum Glück kann man durch die Pferde durchlaufen. Würden die einem wirklich im Weg rumstehen, dann hat man in Großstädten echt ein kleines Problem. Das geht nämlich gar nicht, ey. Also das, was man hier mit den Pferden hat, das ist in Großstädten dasselbe mit den Autos. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, der Stab sieht ja ein bisschen schicker aus als vorher, aber gut. Ja. Und was ich jetzt auch nochmal gemacht habe, ist, ich habe einen übelst langen Text in den wahrscheinlich beliebtesten Foren-Eintrag aller Zeiten reingeschrieben. Und zwar den Genderlock Classes Seriously Dingens. Und das Ding ist schon, Alter, da habe ich mich ja ganz schön ausgelassen. Aber na gut, ich habe es von zwei Seiten beleuchtet, das ganze Thema. Ich habe jetzt die Entwicklerpositionen aber komplett ausgelassen, weil ich finde, naja, die gehört ja nicht hin. Die sollen einfach nur machen. Im Grunde sind die bloß Mittel zum Zweck. So. Und sich die Arbeit einfacher zu gestalten, nur damit man es einfacher hat, ist im Grunde kein Argument in irgendeine Richtung. Das kann man vielleicht machen, wenn man irgendein Haus baut oder so. Beziehungsweise wenn man irgendwas macht, aber nicht, wenn man Kunst macht. Kunst hat perfekt zu sein. So. Und ja, Computerspiele werde ich als Kunst bezeichnen, weil die in irgendeiner Form doch was, einen gewissen schöpferischen Gedanken haben. So, und das ist ja das, was Kunst großartig ausmacht. So, wunderschön. Und wie höre ich mich jetzt an? Kunst großartig ausmacht. Ja, ich höre mich gut an. Hey, nice, ich höre mich gut an. Das ist gut, das ist positiv. Wunderschön. Und wie höre ich mich jetzt an? Ja, ich höre mich gut an. Hey, nice. Ich höre mich gut an. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch... Oh, Übertragung wurde beendet. Was? Wieso wurde denn auf einmal die Übertragung beendet? What? Twitch-App spackt ab. Ich habe mal gar nicht klar. Die Twitch-App will nicht. Sweet. So. Haben wir das zumindest. Das haben wir eigentlich. Ach, können wir hier nochmal kurz auf CF und C5 drücken. Dann geht's noch gleich weiter. Mega geil Level Shit. So. Die schwarze Wüste 20.6500. Das ist einfach nur. Der deutsche Titel für die Excel lautet Schwarze Wüste. Nee. Also, wenn man es schon irgendwas ins Deutsche umnennt, aber Eigennamen doch bitte nicht. So, was wollte ich eigentlich mit den Kartoffeln? Ich wollte sie weghaben. Oh, genau, ich hab Post. Cool. Wir gehen zu diesem Verkäufertypen, der da hinten ist. Und machen das natürlich auf Magierart. Die beste Art, wo gibt. Nee, ich will hier nirgendwo kollidieren, bitte. Dankeschön. 2, 1, zappe die Zapp. Wieso machen das nicht mehrere? Oh, alles voll leer Pferde. Was aber auch interessant ist, ist, dass ich die Charaktere nur bis zu einer gewissen Weite sehe und der Rest ist schwarz. Die Spielercharaktere sehe ich anscheinend immer. Auch wenn die sonst was wie weit entfernt sind. Aber die hier zum Beispiel, oder der hier,
Die kriegen erst ab einer gewissen Entfernung ihre Texturen. Okay, Moment. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt sehe ich sie. What? Okay, die werden anscheinend ab einer gewissen Zeit geladen und dann bleibt das erstmal so. Interessant. Weiß man auch, wie das Spiel ungefähr gemacht wird. Das ist eher auf die Gegend, wo man gerade ist, gemacht. Weitsicht gibt's hier nicht. Egal. So, gucken wir mal hier bei unserem Auktionshaus. Hochkonzentrierter Feldsaft wurde endlich an den Mann gebracht. Dann haben wir noch ein bisschen Wolfsblut und Makrelen und Knoblauch und... Wasser. Wasser geht an den Mann. Ja, cool. Der... 1280 insgesamt, oder? Kann sein. Moment mal. Escape. 7. 2, 7400. Knapp. Entweder war der Preis ein bisschen weiter unten. Was ist das? Verkaufspreis. Durchschnittliche Summe, die ihr erhalten habt. Durchschnittlicher vor allen Dingen. Egal. Ganz nett. Ganz nett. Ganz nett. Aber da war die vorher schon tiefer. Aber na gut. Wasser sammeln am Meer ist jetzt auch ganz, ganz schwierig. So, dann haben wir noch... der Holzscheit ging auch weg. Für 91 sogar. Sweet. 2 in dem Fall. 34 und sowas. Ist jetzt der Betrag noch ein bisschen höher gegangen. Egal, wie viel haben wir hier drin? Anzahl der Registrierenden 18. Das ist immer noch nicht... Okay, mir kommt so vor, als ob die, die Zahl, die die da reingebracht haben... Also, was jetzt genau für eine Zahl... und zwar die Zahl neben einem beschreibenden Text. Also wenn man zum Beispiel eine Variable hat und sagt, hier so und so viele eingetragene Auktionen. Und dann dahinter halt die Anzahl, die wirkliche Nummer einträgt. Dann scheint es mir so, weil das kommt ja aus Korea. Und da kann es sein, dass in Korea das Ganze ein bisschen kürzer war und deshalb nicht übergelaufen ist. Und wenn es jetzt daneben überläuft, weil die deutsche Sprache ist eine der umfangreichsten und krassesten Wörtern habenden überhaupt, ist natürlich klar, dass so ein Wort ziemlich lang ist und ziemlich viel Platz braucht und die Variable, die dann ein bisschen rangeklatscht wurde, in Unabhängigkeit, da weiß ich jetzt auch, wie die das gemacht haben. Die haben den Text ohne Rand gestaltet im Grunde. Egal. Was willst du denn? Schatzjäger, Informationsbeschaffung, das machen wir doch, das machen wir doch, das machen wir auch. Und Pirat wollen einen Schattel. Diese Folgequest ist schwierig, sie wird nur von den Abenteuern empfohlen. Ach, no shit. One day I will go out to sea. Just wait and see. Da sagen die mir, oh, die ist schwierig. Das ist sie wahrscheinlich. Oder, was habe ich gekriegt? Neue Quest? Nein, ich will erstmal hier meinen Systemchat haben. Ha, Schatzjäger, hä? Ist es nicht. Hier steht nur Koblenz. Und die Mord. Narben. Tatsächlich. Abschlussziel Krio. Befragt Krio über die Schatzkarte. Einzelziel. Aber wirklich. Oh, der ist ja hier gleich in der Nähe, ne? Ja, da ist auch Krio. Das ist Krio. Hey, geil. Egal. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte noch ein paar andere Quests machen. Ich wollte das mal hier mit der. Müsste eigentlich hier hoch. Muskeln und Hirn der Goblins. Das hier müssen sie noch kaputt hauen. Goblin Grobiane, empfohlene Stufe 17. Ja, ich auch. Ja, dann machen wir erstmal das Einfache hier in der Umgebung, beziehungsweise, ja, dann machen wir das hier, machen schön hier gegen den Uhrzeigersinn und dann passt das. Muss ich denn überhaupt lang dahinter? Zepp, 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 zepp. Nee. Oh, wie geht's eigentlich meinem... Ich kann nochmal bei meinem Pferd vorbeischneiden. Das Dumme ist, das hat kein bisschen Ausdauer dazu gewonnen, obwohl ich dem gesagt habe, krieg Ausdauer dazu. Entweder kriegt das nur Ausdauer dazu, wenn man online ist. Ich hab's doch hier irgendwo an den Rand Ja. Ich hab das doch anders geparkt. Hat jemand Plätze bewegt? Nee. Ich will da nicht... So, gehen hier wieder runter. Und wir... ruht sich bereits aus. Ja, ist klar. Das Dumme ist, das ist immer noch bei 1421. Das sollte sich mal ein bisschen weiter und schneller und hast du nicht aus.
Das will sich mal ausruhen. Das gibt's doch nicht. Wieso ruht sich das denn nicht effizient aus? Ruht sich bereits aus. Ja, Inventar öffnen. Und Gegenstand verwenden. Nee, gibt's keinen. Dann könnte ich noch das machen, aber... Was ist mit dem Pferd und wieso will es nicht? Es will sich nicht ausruhen. So, ruht sich bereits aus. Ja, ist klar. 1, 4, 21. Da ist doch was verquer mit dem Pferd, ne? Da ist doch was verquer. So, da müsste ich mal einfach in den Ortschat was reinschreiben. Und zwar schreibe ich da rein. So. Oh, I'm so... Na komm schon. Gibt's denn irgendjemanden, der mir da eine Antwort geben kann? Wieso diese blöden Horses nichts regenerieren? Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Was wollte der denn haben? Abgeschlossen. Hey, nice. Und dann nehmen wir gleich nochmal Likör-Essenz. Da, geil. Das machen wir doch gern. So. Das ist Loot in der Party oder ist es bugged irgendwie? Okay, ich glaube, ich habe den. So, allgemein brauchen wir nicht. Wir brauchen Kanal. Kanal ist gut. So, dann hoffen wir mal, dass die mir dafür irgendwas sagen können. Ihr habt 10 Mineralwasser gekriegt. Ja, schönes Ding, aber... Artemio, stellt die Likör-Essenz her. Okay, dazu brauche ich... Indem ihr einen Mais malt. Okay, haben wir denn mal einen Mais? Wir haben jetzt einen Mais. Geht zu eurem Wohnsitz, verwendet die Kochnische und fügt Zutaten hinzu und kocht das... Ja, das machen wir auch gleich. Entweder ist es deshalb, hey. This reward is anyone know. The horse. Ah, das ist meine, genau. They're gold-blooded, ja, genau. Edit my interface. Someone tell me, please. Let's form in groups. Ask here. Gilden. Anstellungsvertrag. Was soll das denn? So, wo habe ich denn jetzt den Gildenanstellungsvertrag gesehen? Was ist denn der Post? Gegenstandsverkauf, da, löschen. So. Belohnung kann ich jetzt auch noch mitnehmen. Nehmen wir. So, jetzt haben wir noch mal ein paar mehr Loyalties gekriegt. Yeah, jetzt haben wir schon mal schön 300. Gefällt mir doch. Press Escape and click Edit UI. Ja, geil. Es ist immer noch bei 1421. Ja, das blöde Pferd will nicht. Say my stuff, thanks, bro. Was für ein Red UV. Ehrlich. Also, das schätze ich schon ziemlich nice hier unten. So, Moment. Aber habe ich hier irgendwo was zum Flüstern? Flüstern. Hier, das ist zum Flüstern. Nachricht, Weltgruppe. Ja, ich werde schon hoffentlich merken. Reverb, Relic, bla 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 bla. Na, Reverb. Es ist alles ganz, ganz toll viel wert. So. Na, geh mal in die 3. Die 3 sind okay. Weil ich könnte mit der 3 noch Systemmeldungen reinnehmen. So, bestätigen. Komisches Pferdchen. Ja, genau. Ja, ich wollte ja hier was mit der blöden Kochstelle machen. Wir haben ja zum Glück eine Kochstelle hier. Und zwar...
Also ich kann leider keine, nicht mehrere Felder aufmachen. Ich muss mir das jetzt in Markus merken. So, also was brauche ich hier für dieses Ding? Und zwar, stellt Maismehl her, indem ihr ein Maismehl malt. Geht zu eurem Wohnsitz. Okay, Mais malen. Wie ist es denn malen eigentlich? Das ist malen. Das ist malen. Und wir malen heiß. So. Und das Ding kommt mal zu. Und wir beginnen mal. Mal. Vor allem fürs Mais malen. Da brauchst du so ein Teil. Wir klopfen richtig drauf ein. Das verläuft nicht wie geplant. Doch, das verläuft wie geplant. Man nehme das nicht, ersetze es durch ein Leerzeichen und dann war's das. Maismehl haben wir. Für Maismehl brauche ich den jetzt bitte. Vor allem für was war das denn? Einmal Maismehl, ein Apfel und Gärdingens. Und einmal Gärmittel. Gärmittel haben wir. Maismehl, Gärmittel. Hoffen mal, dass das jetzt klappt. Das ist jetzt leider das einfache Kochen, das zählt jetzt hier nicht. Wir können das richtig krasse Kochen hier nur machen. Moment, was brauche ich jetzt dafür? Ich habe leider dieses Rezept nicht gleichzeitig mitbekommen mit der Quest. Schade. Egal, ich brauche wie viel? Maismehl? Eins. Ja, und dann brauche ich Gärmittel und dann brauche ich noch irgend so einen komischen Likör. Keine Ahnung, wo ich den herbekommen soll jetzt. Maismehl, ein Apfel. Das war's, glaube ich, ne? Oh, das kann sich doch wenigstens die Zutaten vorher merken, hm? Okay, dann. Was brauchen wir hier für mit? Wenn ich komme, füge Zutaten hinzu und koche. Zutat für Likör-Essenz. Braucht der Likör-Essenz? Einmal Gärmittel, einmal Mais und einen Apfel. Okay, nur die drei. Sehr schön. Likör-Essenz. Wie viel Likör-Essenz will der Typ? Zwei. Nee. Die. Singular. Okay. Wir werden einfach alles herstellen. Apfel. Höchstding, Maismehl, Höchstding und Gärmittel. Perfekt. Das Ganze kochen wir innerhalb von 9 Sekunden. Nee, 10. 9, hast du nicht gesehen. Was haben wir denn? Gericht mit seltsamen Konsistenz. Aha. Okay, also ich habe ein Gericht mit vielen Zutaten und eins mit seltsamer Konsistenz. Und dann habe ich eigentlich doch noch, genau, Likör-Essenz dazu gekriegt. Weiß aber nicht, was ich damit machen kann. Das kann ich, denke ich mal, nicht in den Markt reinbringen. So, das kann ich aber leider auch nirgendwo anders hinbringen. Das heißt, ich brauche... Ja, ich muss erstmal mit einem... Lass mich hier durch. Ja, ich muss dann erstmal mit dem Einrichter reden und mir einen irgendwas geben. So, ich werde schon vor dem Frühstück schon was... Exotische Kräuterwein. Oh, Alter, der braucht aber viel. So, exotischer Kräuterwein. Jetzt aber. Jetzt wird's aber. Fangt eine Makrele und zeigt sie... Nee, das ist immer noch eine Kackquest. Kräuterwein her. Stellt drei Maismehl her, indem ihr drei Mais malt. Stellt drei Maismehl her, indem ihr drei Mais malt und Mineralwasser schüttelt. Mehlteig. Achso, habe ich den Mais... Ja, ich habe den Mais wiedergekriegt. Cool. Dann machen wir es mal. Erstmal dreimal Maismehl herstellen. So, wunderschön. Echt cool, dass man fürs Maismalen nur ein was braucht, aber wenn ich irgendwas anderes zerstampfen will, brauche ich sau viele Sachen. Da komme ich schon. Mach mir den Maismehl. Moment, wieso brauche ich dann Teig, wenn der irgendeinen Wein braucht? Muss das gern oder was? Gleich nochmal kicken hier. Maismehl, indem man drei Mais malt. Okay, stellt. Stufenaufstieg. Hey. So, und dann haben wir noch drei Maismehl her, indem ihr drei Maismehl und drei Mineralwasser schüttelt. Dann schütteln wir mal und wir wollen schütteln Maismehl und Mineralwasser. Und drei was will ich herstellen, also müssen ein bisschen aufpassen.
mir mal ein. Mais. Moment, wie viel brauche ich denn? Verdammt. Wie viel von Maisteig? 4. Ich habe eigentlich schon genug. Oh je. Ich habe schon genug. So. Dann geht's eurem Wohnsitz und verwendet die Korne. Wenn herzu, dann einmal Likör-Essenz und 3 Maismehlteige, 5 Mineralwasser, haben wir auch noch genug. Und 2 Gärmittel. Okay. So. Also, Gärmittel kommt rein. Dann brauchen wir noch Likör-Essenz, kann rein. Maisteig muss auch rein. Und Wasser. Muss rein. Das war, glaube ich, alles. Ich habe Gärmittel, Likör-Essenz, Maisteig und Mineralwasser. Sonst noch irgendwas? Ne, sonst nichts. Passt. Kochen. Das ist überhaupt nicht die, das sind überhaupt nicht die richtigen Zutaten dafür. Ist einfach nur irgendwas reingehauen. Oh shit. Das verbraucht aber auch instant alles, was man da reinkippt. Deshalb muss man immer aufpassen, dass man ja das Richtige da reinhaut. Weil ansonsten ist ganz schnell mal Pustekuchen. Jetzt habe ich nämlich kein Mineralwasser mehr. Alles weg. Jetzt habe ich überhaupt was gekriegt. Hier, einmal exotischer Kräuterwein für 300 und. Echt geil. Und ich habe dafür 17 Mineralwasser gebraucht. Das ist echt hart. Das ist mal, okay, einfaches Kochen, das ist jetzt eher, ne? Fuck, das wollte ich jetzt nicht. So, wo steht's denn? Okay, exotischer Kräuterwein. Hier steht's sogar genau da. Ja. Kräuterzutaten, einmal Likör-Essenz. Vor allem hier, ne? 17. Letzte gekochten Gerichte. Schön, dass da 17 war. 3 Getreideteig. Ja, 5. Haben wir noch die reingehauen. Man muss sich wirklich sehr an die Rezepturen halten. Ansonsten ist es wie im wahren Leben. Sonst eigentlich müsste es grottig schmecken. So, ist denn der Typ? Der ist da. Nee, Rechtsklick. Wie findest du? Wer will denn jetzt überhaupt dieses Teil? Kemmittel, bringt den Wein zu David Finto. David Finto. Da drin. Ja, genau. Natürlich der Koch, der auslagert. You want a story? You'll respect me greatly once you taste my cooking. There are so many dramatic skills. Nein, als Belohnung kriege ich erhöhte Energie. Na gut, das brauche ich vielleicht auch. So. Das muss denn jetzt wieder ran, hä? Erhaltet 5 Wieselfleisch. Ja, wir holen uns mal schön 5 Wieselfleisch, aber scheiß auf das 5 Wieselfleisch. Obwohl. Ja, ich wollte erstmal diese Quest hier machen. Die 5 Wiesel kann man ja nebenbei machen. Und wir brauchen irgendwas, um die Wiesel zu nehmen. So. Also hier schlachtet. Bin aber wieder voll an der falschen Seite. Moment. Geh nochmal kurz zurück zum Pferd. Wo ich das. Wo war das? Da. 1421 war es, ja? Und es ist immer noch bei 1421. Entweder ist da irgendwo ein Bug drin. Weil ich lasse es ja ausruhen. So, Will irgendwie nicht. Vielleicht gehen wir mal zum Stall. Da war ja bestimmt auch irgendwo. Das nervt schon dezent. Möbelhändler. Hier hinten ist ein Stall. Sehr sweet. Vor allem ist das Instant immer wieder fest und diese... Naja... Das hier funktioniert irgendwie nicht. Egal. If you want to leave a donkey or horse in safekeeping, you're in the right place. Was ist entfernte Sammlung und was ist Abstellen? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Es gibt anscheinend noch eine. Oh, 1200. Ich habe ganz schön viel Energie bei dem verbraucht. Wenn ich jetzt hier abstelle,
Reittier wurde abgestellt. So, 1272. Jetzt gerade. So, jetzt ist es weg. Und freigeben will ich es nicht. Erholung. 930. Geht eigentlich. Für LP und Ausdauer. ist echt geil. Wenn es nur LP ist, ist gut, aber... Was ist die entfernte Sammlung? Oh Gott, wie hieß denn das? Was ist denn Stall? The Barn. So, Moment. Muss mit dem reden? Sammelt Wissen. Ach, das ist das Clorence-Wissen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, Clorence. Vielleicht hat die ja was. Alter. Jeder fragt irgendwas in diesen Alles-Chat, ne? Aber irgendwie sehe ich hier niemanden antworten. Das ist schon ziemlich traurig. Könnte man denn mit der reden? Ich brauche den Goblin-Kessel und... Goblin-Kessel? Hab ich die Quest denn noch? Ja, das ist irgendwo hier unten. Dieser komische Hof hat noch irgendwo eine Quest da. Und die Quest, die sagt mir... Geh da hin. Man muss erstmal hier durch. Komm schon! Das Herzaubern von diesem Zauberstab ist jetzt nicht so schwierig. Wie mache ich das eigentlich mit linker und Maus, das linke und rechte Maus, das sie gedrückt halten oder so? Und dann loslassen. Ja, geht so. Oder? Aufladen. Abgeschlossen, wenn links oder rechts Taste nicht gedrückt wird. LMT während des Reitens, bla 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 bla. Okay, also mache ich nur das. Und dann lässt der das instant los, aber wie viel Schaden macht denn das? 635. Also geht auch relativ schnell, was es Carsten angeht. Sind hier noch irgendwo Wiesel? Was ist das? Steine. Granit. Wichtig. Entlaufendes Huhn. Oh, du willst doch bestimmt, dass ich dir einen Huhn einsack, hä? Nee, willst nicht. Sehr schön. Ja, jetzt geht er. Oh nein, die Albträume. Oh mein Gott. The black energy always comes to me in my dreams. Ah, eine Hauptquest. Interessant. Ankunft des Albtraums. Allein ein Lied, Halskitter, erbrennlich realer. Okay. Sehr sweet. You should visit them all. Oh, da kann ich wohl auch noch was machen. Was kann ich denn? Kartoffeln und Hühnerfleisch. Ich könnte eigentlich wirklich noch die Beitragspunkte hier reinnehmen. Was habe ich denn eigentlich noch für welche? Die Handelsroute habe ich ja komplett durch. Könnte aber noch vielleicht den hier nehmen. Keine Ahnung, was der bringt. Steuervorteil Stufe 1. Was hat der? Steuervorteil Stufe 1, Produktionsvorteil, zweimal arbeiten. So, was kann denn eigentlich das hier? Na, ich kann hier nur Energie investieren, will ich aber jetzt nicht. Ich hau jetzt einfach mal was rein, mal gucken, was passiert. So. Jetzt muss ich... Moment. Dieses Wochenende, wo ich spielen kann, ich mich so tun. Ja, nö. Hab halt leider auch nie immer Bock auf Leute. Ja, okay, also du kannst den allgemeinen Chat echt vergessen. Bringt einem nichts. So. Was haben wir denn noch?
Das ist das Kartoffelteil. Wir investieren mal in Kartoffeln. 1:18. Oh Gott. Riesenarbeiter. Ja, da kann hier ruhig müssen. Wissen über Kostüme. Kostümherstellungsarbeitsgeschwindigkeit +5. Oh, er kann nähen. Oh.